Oh, du musst der Person verkaufen, musst du aber. Du darfst sie nicht vom Telefon weglassen. Laber die einfach zu. Laber die so lange zu und üb so viel Druck aus, bis die kauft. Hui, so oder so gehen leider viele Verkäufer ihren Verkauf an und wundert sich dann, warum Verkäufer so einen schlechten Ruf haben. Ich persönlich kann es mit solchen Leuten am Markt nur mehr als gut verstehen, denn ich hätte keinen Bock, mit so einer Person zu reden, geschweige denn von ihr zu kaufen. Was die drei größten Fehler beim Verkauf sind und was du stattdessen machen solltest, um die Person dazu zu bringen, dass sie gerne kauft, dass sie dich fragt, hey, wohin soll ich das Geld überweisen, das will ich dir im heutigen Video zeigen. Und damit erst einmal, hi, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn die Tipps, die ich dir heute mitgebe, die gebe ich sonst nur in meinem YouTube-Consulting weiter und du bekommst die heute einfach mal komplett kostenlos. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir erst einmal zu Tipp Nummer 1. Verkauf an die Leute, die das Problem, was dein Produkt löst, wirklich haben. Denn in den letzten 6 Jahren, die ich mich mit Verkauf beschäftige, bin ich auf 2 sehr unterschiedliche Philosophien gestoßen. Die eine Philosophie sagt, hey, wenn die Person einen Herd zu Hause hat, dann werde ich ihr eine Pfanne verkaufen. Die andere Philosophie sagt hingegen, mir ist scheißegal, ob die Person einen Herd zu Hause hat oder nicht, ich verkaufe ihr meine Pfanne. Auf den ersten Blick ist die zweite Verkaufsphilosophie sehr viel profitversprechender, nicht wahr? Denn warum soll ich meine Pfannen nur an Leute verkaufen, die einen Herd haben? Ich kann die doch an alle Leute verkaufen. Ist mir doch egal, ob die damit was anfangen können oder nicht. Doch hier ist der Denkfehler dabei. Erstens, du wirst dir bei diesen Leuten die Zähne ausbeißen. Und ja, du wirst die eine oder andere Person vielleicht dazu bringen, dein Produkt zu kaufen, aber zu was für einem Preis? Du hast enorm viel Zeit und enorm viel Energie in diese Person investiert oder in diese Personen, welche du auch in Personen investieren könntest, welche das Problem, was dein Produkt löst, wirklich haben. Und da ist es sehr viel leichter zu verkaufen. Plus, was glaubst du, mit was für einem Gefühl die Leute, welche nicht bei dir gekauft haben, dann aus dem Gespräch hinausgehen? Die werden sicherlich keine Kunden bei dir. Die werden sicherlich niemals Fans von dir. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit schlecht über dich, deine Firma und deine Produkte reden. Denn was für ein Gefühl hast du ihnen vermittelt? Druck, 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 Druck. Und naja, sie haben nicht gekauft, alles klar. Dann gehen sie mit einem sehr schlechten Gefühl aus dem Gespräch hinaus. Plus, selbst wenn du eine Person dann dazu bringst, dass sie von dir kauft. Das teuerste, was du jemals machen kannst, ist, einen neuen Kunden zu generieren. Das ist das teuerste. Wenn du einen Kunden hast, wenn jemand bereits Kunde bei dir ist, ist es sehr, sehr leicht, wenn dein Produkt hervorragend ist, dass er langfristig Kunde bei dir bleibt. Und da kommt dann wirklich der Profit her. Doch du kannst sehr, sehr viele Menschen, fast jede Person, durch, nennen wir es mal, rohe Gewalt, also durch reinen Druckverkauf, in deine Firma hineinziehen, zu einem Kunden machen. Aber die Frage ist, wie lange bleibt die Person dann bei dir? Wahrscheinlich nicht lange. Stattdessen fokussiere dich also auf die Leute, welche das Problem wirklich haben, welche da wirklich einen Schmerzpunkt haben und welche das Problem lösen wollen. Denn dort ist deine Zeit und deine Energie am besten investiert. Plus, wenn diese Leute bei dir kaufen und du ihnen das Problem auch noch vom Hals schaffst, dann bleiben sie langfristig Kunden bei dir und werden dann vom Kunden zum treuen Fan. Und wenn du einmal treue Fans hast, dann hast du fürs Leben ausgesorgt. Ah ja, plus habe ich erwähnt, dass es sehr viel leichter ist, an diese Menschen zu verkaufen, denn Menschen hassen es, wenn sie merken, dass ihnen jemand versucht, etwas zu verkaufen. Aber weißt du, was Menschen lieben? Menschen lieben es zu kaufen. Und in ihnen das Gefühl auszulesen, hey, das will ich kaufen, ist sehr, sehr leicht. Denn alles, was du machst, ist ja, zeigst ihnen, hey, du hast hier dieses Problem, ah ja, und hier willst du hin, ach ja, und by the way, mein Produkt, das, was ich anbiete, das ist als Lösung hier, also wenn du von hier nach da willst, dann arbeite mit mir zusammen. Und die Leute lieben es plötzlich zu kaufen. Der zweite Tipp ist, bau die ganze Zeit über Vertrauen auf. Denn wir werden bei niemandem kaufen, den wir nicht vertrauen. Und es ist, wenn du wirklich etwas Solides anbietest, wenn du ein hervorragendes Produkt anbietest, sehr, sehr leicht Vertrauen aufzubauen. Kommuniziere mit deiner Zielgruppe, geh auf sie zu, beantworte ihre Fragen, sei für sie da, gib ihr eine Kostprobe von deinem Produkt, zeig ihr und erzähl ihnen deine Geschichte, warum sie auf dich hören sollten oder warum du für sie die beste Lösung hast. Denn überleg doch mal, wie Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert. Und Verkauf passiert immer zwischen 2 Menschen. Auch wenn ein riesiges Unternehmen da steht, es sind immer 2 Menschen, die miteinander Geschäfte machen. Also überleg mal, wie ist Vertrauen in deinen Beziehungen entstanden? Dein bester Freund und du, ihr kanntet euch am Anfang gar nicht. Oder vielleicht kanntet ihr euch schon, aber na, ihr wart euch nicht wirklich nah, ihr wart euch nicht wirklich vertraut. Und plötzlich fangt ihr an, zusammen
Zeit zu verbringen und ihr kommt euch ein wenig näher. Ihr fangt an, euch Geschichten voneinander zu erzählen. Ihr öffnet euch gegenseitig so, dass du die andere Person mehr kennenlernst. Vielleicht habt ihr plötzlich mehr und mehr gemeinsame Erfahrungen, weil ihr mehr und mehr gemeinsam unternehmt und dadurch traust du dich mehr und mehr zu öffnen, weil du auch merkst, die andere Person öffnet sich mehr und mehr und genau dadurch entsteht Vertrauen. Genau das Gleiche musst du machen, wenn du jemandem dein Produkt verkaufen möchtest. Wenn du willst, dass die Person dir vertraut, dann erzähl ihr deine Geschichte. Erzähle die Geschichte deines Produktes. Erzähle die Geschichte deines Unternehmens. Erzähle ihr Geschichten, wie du anderen Leuten geholfen hast. Zeig ihr Geschichten, was andere Leute erzählen, welche mit dir zusammengearbeitet haben. Und durch diese Geschichten baut sich plötzlich Vertrauen auf, denn wir Menschen sind Geschichtenerzähler. Daten, Fakten und Zahlen. Weißt du, was damit passiert? Gar nichts. Unsere Augen werden glasig, sobald wir das Ganze sehen und wir hören nicht darauf. Plus, Entscheidungen werden immer emotional getroffen und nicht rational. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich gib der Person Sicherheit. Beruhige ihre Ängste und Sorgen. Beruhige ihren Verstand, der die ganze Zeit nach Auswegen sucht, wo ein Fehler sein könnte, wo etwas schief gehen könnte. Denn bis hierhin bist du schon 90% des Weges. Du redest mit der richtigen Zielgruppe, die wirklich das Problem hat, was du lösen kannst. Du baust mit ihr Vertrauen auf, sodass sie merken, oh, die Person kann mir wirklich helfen und ich vertraue dem Ganzen auch, weil, wie ich sehe, hat er schon anderen Leuten geholfen und ich kenne auch seine Geschichte. Doch am Ende ist immer noch der Verstand da. Und was ist die Aufgabe des Verstandes? Genau, der Verstand sucht Probleme und schaut, was kann schief gehen. Und da kommst du ins Spiel. Auf gut Deutsch würden wir das auch die Einwandbehandlung nennen. Denn Leute haben Sorgen, Leute haben Bedenken oder anders ausgedrückt, ganz einfach ungeklärte Fragen, wie die Zusammenarbeit aussieht, was passiert, wenn was schief geht, was könnte überhaupt alles schief gehen. Und dann ist es deine Aufgabe, nicht gegen die Objections zu kämpfen, nicht gegen die Einwände zu kämpfen, was leider die meisten Leute machen. Die fangen dann an, mit dem potenziellen Kunden zu diskutieren und gegen ihn zu arbeiten, anstatt das Mindset anzunehmen, wir beide gegen das Problem. Wir beide gegen deine Unsicherheit. Wir beide gegen deine ungeklärte Frage. Zeig ihr die Antworten auf ihre Einwände, warum ihre Ängste und warum ihre Sorgen unbegründet sind. Dazu musst du die Ängste und Sorgen der Person natürlich kennen und ihr zeigen, dass sie ein Sicherheitsnetz hat, dass es nichts zu befürchten gibt. Lass uns doch mal ein paar Beispiele durchgehen. Häufig äußert die Person am Ende, dass sie nochmal eine Nacht drüber schlafen möchte oder dass sie nochmal drüber nachdenken möchte. Wie gerade gelernt, du arbeitest nicht gegen die Einwände, indem du sagst, nein, das ist Bullshit, schlaf da nicht drüber, das ist Schwachsinn, kauf einfach jetzt, sondern du arbeitest stets mit ihr. Und zwar, indem du das Ganze bejahst, indem du ihr zeigst, hey, ich verstehe dich und guck mal, deshalb funktioniert das, was du gerade machen möchtest, nicht. Und dann fängst du an, ihr eine Geschichte zu erzählen. Denk dran, Menschen wollen Geschichten hören. Das klickt bei uns. Aber hier ist das Ding, du bist ein vielbeschäftigter Mensch. Du arbeitest viel, du hast Hobbys, du hast deine Familie, du hast Freunde. Und so sehr du dir jetzt auch vornimmst, nochmal darüber nachzudenken, sind wir ehrlich, das Leben wird dazwischen kommen. Und statt die Fragen, die du jetzt noch in deinem Kopf hast, alleine zu klären und zu versuchen, allein darüber nachzudenken, was aus meiner Erfahrung nicht klappt, denn wie willst du Antworten auf die Fragen finden, die nur ich dir beantworten kann? Sag mir doch lieber jetzt, was geht dir noch durch den Kopf? Was hält dich davon ab, ja zu sagen? Du zeigst der Person, dass ihre Einwände sehr berechtigt sind, dass du sie verstehst und dass sie guten Grund dazu hat. Denn ja, ich würde in der Situation mich genauso fühlen. Denn Menschen haben Angst, solche Entscheidungen zu treffen. Sie fragen sich, was denken andere darüber? Was, wenn das Geld schlecht investiert ist? Was, wenn die Zeit schlecht investiert ist? Was, wenn das Produkt schlecht ist? Was, wenn andere über die Entscheidung lachen? Was, wenn ich mich morgen über die Entscheidung ärgere? Das sind alles Fragen, die du und ich, die jeder Mensch, bevor er eine Investition tätigt, in seinem Kopf hat. Und du zeigst ihr, hey, verstehe ich vollkommen. Verstehe ich vollkommen. Ich bin voll bei dir. Und dann zeigst du ihr, warum diese Einwände gelöst werden kann und auch wie sie gelöst werden kann. In dem konkreten Fall gerade, naja, sie wird alleine nicht darüber nachdenken, sie wird auf die Fragen, die sie jetzt im Kopf hat, alleine keine Antwort finden, sie wird wahrscheinlich auch wenig darüber nachdenken, weil sie einfach einen vollen Tag hat, weil sie zu tun hat. Deshalb lass uns doch das Ganze lieber jetzt besprechen. Um den dritten Punkt einmal zusammenzufassen, es geht immer darum, den Menschen ihre Sorgen, Ängste und Zweifel zu nehmen. Denn versetz dich mal in die Situation, als du das letzte Mal eine große Investition getätigt hast. Was auch immer für dich eine große Investition ist. Du hattest, obwohl du von dem Produkt überzeugt warst, obwohl du vielleicht dem Unternehmen vertraust, obwohl du dich darauf gefreut hast, trotzdem Ängste gehabt, trotzdem Sorgen gehabt, trotzdem gezweifelt und trotzdem noch offene Fragen gehabt. Und erst, wenn dir jemand diese offenen Fragen beantwortet,
Erst wenn dir jemand diese Ängste, Sorgen und Zweifel nimmt und dich beruhigt, dann bist du in der Lage, dass du erstens siehst, alles klar, ja, das Problem, was ich habe, das können die lösen. Zweitens, ja, ich vertraue den Leuten, die kriegen das hin. Und drittens, meine Ängste, die sind jetzt beschwichtigt. Dann bist du in der Lage, einen Kauf zu tätigen. Vorher funktioniert das nicht. Oder lass mich das anders ausdrücken. Doch, durch Druckverkauf funktioniert der Scheiß auch so, aber dann ist weder der Kunde glücklich, noch bist du glücklich. Und weißt du, was die beste Methode ist, um wirklich nur mit den Leuten zu sprechen, welche das Problem haben, was du löst? Was die beste Methode ist, um super, 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 super schnell Vertrauen aufzubauen? Und was die beste Methode ist, um den Leuten all ihre Ängste, Sorgen und Zweifel zu nehmen, um mit dir zusammenzuarbeiten? Ganz genau, du siehst es gerade hier. Es ist YouTube, es ist Videomarketing. Denn du hast freiwillig auf dieses Video geklickt, weil es dich interessiert. Wahrscheinlich hast du schon mehrere Videos von mir geschaut und vertraust mir vielleicht schon, weil du weißt, oh, der Dude hat wirklich Ahnung von dem, wovon er redet. Und vielleicht hat das ein oder andere Video sogar schon Zweifel, Ängste und Sorgen von dir genommen, wo du vorher Bedenken hattest. Vielleicht bist du sogar schon Kunde bei mir, hast einen meiner Online-Kurse, warst bei mir im Coaching, warst in der Masterclass, wer weiß. Kurz gesagt, um nicht nur super profitabel zu verkaufen, um es für dich und den Kunden so spaßig zu machen, wie es nur geht, und um den Prozess so reibungslos zu machen, wie es nur geht, ist YouTube und Videomarketing die Nummer 1 Methode. Seit einigen Jahren berate ich Unternehmer und Selbstständige zum Thema YouTube und Videomarketing, habe das aber immer nur hinter verschlossenen Türen gemacht, weil dort wirklich nur Leute zu mir kommen konnten, welche auf Empfehlung zu mir kamen. Ich habe das Ganze nicht öffentlich gemacht und Leute sind nur auf Empfehlung in mein Programm gekommen. Da ich von euch so viele Mails und Direktnachrichten bekommen habe, wann ich das Ganze denn endlich mal öffentlich mache, habe ich mich dazu entschieden, das Ganze jetzt einfach mal zu machen. Und wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist und sagst, hey, das, was Alex hier gerade beschrieben hat, genau das will ich lernen. Ich will, dass mein Verkaufsprozess genauso einfach ist, genauso viel Spaß macht und genau so viele zufriedene Kunden generiert, dann klick mal hier auf den Link, dann kannst du dich eintragen für meinen YouTube-Kurs. Das Ganze geht nur über eine Bewerbung, denn ich möchte mich mit dir für eine Stunde hinsetzen und mir mal anschauen, wie sieht dein Business aktuell aus und wie können wir das Ganze über YouTube und Videomarketing wirklich aufs nächste Level bringen. Und du wirst überrascht sein, dass es sehr, sehr, sehr leicht ist, wenn du einmal weißt, wie das geht. Aber probier das nicht alleine, denn holy shit, ich mache das Ganze jetzt seit 6 Jahren und das Ganze alleine rauszufinden, dauert extrem lange und ist extrem schwierig. Deshalb lass uns gemeinsam eine Strategie für dich entwickeln. Klick einfach jetzt hier oben auf den Link und trag dich ein. Ich freue mich dann, mit dir persönlich zu quatschen und würde sagen, bis dann.